Ja, hallo zusammen, YouTuber, und da bin ich auch schon wieder. Ja, heute geht's einkaufen. Das geht zum Globus, zum Aldi und zum Rossmann. Jo, würde ich sagen, dann nehme ich euch doch einfach mal mit. Angekommen am Aldi. Das ist noch ganz früh, aber es ist hier schon irgendwie die Hölle los. Man glaubt es gar nicht. Wollen alle Leute Dünger kaufen oder was? Keine Ahnung, was es da heute für ein super Angebot gibt. Naja. Gut, also ich bin jedenfalls bei der Düngeraktion dabei. In so Läden gibt es das im Frühling immer ganz schön preiswert. Die Damen an der Kasse hier sind immer so ein bisschen extra freundlich, aber egal. Es tut man nicht alles für seinen Dünger. Ja, unglaublich, oder? Der ganze Kofferraum voller Dünger. Ja, das hat sich gelohnt. Dann habe ich noch bei den Blumen zugeschlagen. Das sind Bellis und Gänsekresse. Ja, und ein bisschen was zu essen. Ja, also es war unglaublich. Die 3 Kassen auf und trotzdem 10 Minuten an der Kasse angestanden. Jo, alle Leute im ja, Frühlingsrausch, ne? Gartenrausch. Okay, es geht jetzt weiter beim Globus. Ja, mal gemütlich die Rollleiter beim Globus hochgewickelt. Ich hole hier immer mein Eiweißbrot und noch ein paar Sachen. Aber okay, jetzt geht es erstmal zum gemütlichen Teil über, nämlich zum Rossmann. Wieder zu Hause angekommen, dann zeige ich euch noch meine Ausbeute. So, beim Aldi hatten wir ja den Dünger, der hat jeweils 1,99 gekostet. Das waren so verschiedene Sorten, also Tanne, Tomate, Staude, ja und noch eine Buchs, genau, okay. Also jeweils 1,99. Jo, und die Pflanzen, die haben gekostet 1,39 €. Das sind ja so 10er Trays immer. Gut, dann habe ich mir noch mitgenommen so einen Veggie-Schnitzel hier. Ich muss das immer ausnutzen, wenn ich da beim Aldi bin. Kostenpunkt 1,85 €. Das mache ich mir auch noch jetzt zum Mittag. So, auf Basis von Sojaeiweiß, Zutaten, Sojadrink, Wasser, Weizenpaniermehl, Salz, getrocknete Zwiebeln, Gewürze, weißer Pfeffer, Reismehl, Sonnenblumenöl, Weizenmehl. Okay, was mich ja immer noch hier könnt ihr noch sehen, die Inhaltsstoffe, was mich ja immer noch ziemlich interessiert, ist das Salz. Jo, ein Schnitzel hat immerhin 1,4 Gramm Salz. Sind 23% der Tagesdosis, sozusagen. Okay, an Kalorien 200. So. Naja, wir gucken mal, wie es schmeckt. Ne? So, dann habe ich für meinen Mann mitgenommen den Schweinebraten. Der kostet 1,19 €. Für mich habe ich mitgenommen den Veggie-Aufschnitt. Der kostet genau 1,59 €. So, das war das. Dann tue ich das jetzt mal gleich im Kühlschrank. Dann geht es weiter. So, dann war ich am Globus und da gab es für meinen Mann hier das Proaktiv B-Zell. Das senkt tatsächlich den Cholesterinspiegel. Also das ist ganz gut, das Zeug. 5,69 €. Also preiswert ist anders. Ne? Jo, dann habe ich mir hier das Glade One Touch mitgenommen. Fresh Cotton. Das mache ich am liebsten. Kommt natürlich bei mir ins Bad. Kostenpunkt 1,75 €. Dann gab es eine laktosefreie Milch. Kostenpunkt
Kostenpunkt 89 Cent. Und einmal den Reisdrink für 1,45. Achso, ja, und natürlich meine allseits beliebten Eiweißbrote, die nehme ich ja fast immer mit. Die kosten jeweils 1,99. Gut, und dann war ich ja, habe ich euch ja noch gesagt, war ich noch beim Rossmann. Da habe ich mir zunächst mal mitgenommen meinen Eisendrink. Der kostet 5,49. Dann meine Visine künstliche Tränen. Kostenpunkt 5,75. Die kriege ich leider nicht in meiner Volksverdammt Online-Apotheke, aber da hatte ich ja dieses andere Zeug diesmal bestellt. Die sind aber bis jetzt noch nicht angekommen. Aber ich würde wahrscheinlich sowieso beide machen hinterher. Okay, dann hatte ich ja letztens ausprobiert die OB Flexia und die fand ich auch ganz gut, tatsächlich, erstaunlicherweise. Und die kosten 4,75. So. Jo, und dann zum guter Letzt habe ich noch gefunden eine Antifaltenmaske von Schebens für 55 Cent. Jo, das war es gewesen mit dem Haul. Aber ja, ich zeige euch hinterher noch das Mittag, also mein Veggie-Schnitzel da vom Aldi, ne? Okay, dann machen wir Mittag. Ja, dieses niedliche Schnitzel Hawaii habe ich jetzt natürlich nicht so gemacht. Aber ansonsten sieht das schon so aus wie auf dem Foto. Ja, muss ja eigentlich nur noch schmecken, ne? Jo, ansonsten gibt es hier noch Erbspüree. Da ist auch noch ein bisschen Kartoffel drin. Dann schmeckt es ein bisschen... Ja, nicht so streng, finde ich. Das schmeckt mir ganz gut. Das hier, das ist Dinkel und Weizen und Erbsen und Mais. Genau. Okay, dann gibt es noch ein Fencheltee und ein Optiver-Joghurt in Pflaume Zimt. Genau. Ah, das ist ja so eine Limited Edition, das ist die Winter Edition. Die wird ja jetzt bald zu Ende gehen, nehme ich an. Naja, gut. Dann können wir ja noch ein bisschen testen, ne? Ist ganz lecker geworden. Kann man nehmen. Also klar, es schmeckt jetzt natürlich nicht wie ein richtiges Schnitzel, aber ja, für diese vegetarischen Dinger finde ich die ganz gut. Okay, mir ist es jetzt im Lauf des Vormittags noch gelungen, meine Vögel zu knipsen, also die Elster draußen im Nest, also die da so ein paar Meter vom Haus entfernt nisten. Das war noch schwierig genug. Das hänge ich euch noch hinten dran. Jo. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.